Du hast quasi die Rettung der historischen Gebäude da. Schön. Da kommt der 3D-Laserscanner. Cool. Alle verpackt. Also machen wir ein Unpacking. Verhue 70. Euer verrückter Piste. Mindestens 200 Kilo. So guckt das neue Teilchen aus. 1,05 Kilo. Ja, KSDR-Sports. Ja, KSDR-Sports. Das finde ich absolut scheiße. Du musst da jetzt also irgendwie wie so ein Blöder das Ding da drin. Neu gekauft von dem Arsch. In Bayern wird nämlich Müll getrennt, müsst ihr wissen. Nicht so wie bei den Preußen da draußen. So wie bei den Laserscanner, wenn ich dann in den Alpen oder sonst wo unterwegs bin. Das ist schon Artemis. Wir taufen unseren Scanner hier nach dem Jäger der Jagd, nämlich Artemis. Unboxing. Yeah. Freunde, das ist das Produkt ohne hier. Das ist mein Stierkoffer. Dieses und das da und dem da. Das gehört alles zusammen, plus das hier. So. Geil, oder? Historischen Gebäude 3D-Modelle erstellen und rekonstruieren und überhaupt und alles. Wie geil ist das eigentlich? Ah. Ja. Servus! Bringst du mir mein Weihnachtsgeschenk, oder? Ja, super! Weißt du, was das ist, oder? Du hast quasi die Rettung der historischen Gebäude da. Ja, das ist doch geil. Schön. Da kommt der 3D-Laserscanner. Cool, ich muss das nur mal kurz aufnehmen. Und dann helfe ich dir auch. Willst du was der Welt sagen? Nein. Sau gut. Yay! Mein 3D-Laserscanner ist da! Yay, yay, yay! Und jetzt geht's los! Seid dabei also, wenn es heißt, mein 3D-Laserscanner kommt per UPS und jetzt Unpacking. Euer verrückter Bauingenieur Corny von Kulturschätze. Deine Region! Freunde der Sonne, ich habe es gemacht. Ich habe mich beschenkt und damit die Welt. Nämlich mit der Rettung der historischen Gebäude habe ich unser Büro mal wieder aufgestockt. Und wir haben jetzt die neueste Technik, was jetzt das Erstellen von 3D-Modellen zum Beispiel angeht, damit ich die große Vision von KSDR-Universum in die Welt bringen kann. Und damit auch werde, nämlich jetzt kann ich meine historischen Gebäude 3D-Modelle erstellen und rekonstruieren und überhaupt und alles. Wie geil ist das eigentlich? Ah. Ja, und jetzt machen wir mal, ich wollte schon immer mal so ein Unpacking machen, ja. Da gibt's ja irgendwie Menschen da draußen, müsst ihr euch vorstellen, habe ich gesehen. Die bekommen die ganze Zeit irgendwelche technischen Sachen geschickt und geschenkt oder whatever, ja, und da machen die Unpacking und dann erzählen die, wie das ist, das auszupacken und keine Ahnung. Glaubt mir, anscheinend gibt es Menschen da draußen, die das interessiert. Tja, und weil dem so ist, habe ich mir gedacht, jetzt machen wir das doch auch, weil die Dinger sind hier doch alle verpackt. Also machen wir ein Unpacking. VHS 70 S. Euer Verrückter, bis denn. So, meine lieben Freunde, mittlerweile sind alle guten Pakete in die gute Stube gekommen und jetzt gehen wir mal ins Unpacking und schauen uns mal an, was hier der Weihnachtsmann uns gebracht hat.
erst ein gutes alkoholfreies Bier. Und das sind unsere Pakete, die hier uns geliefert worden sind. Als allererstes schauen wir uns mal an, was in dem Lieferschein drin ist. So, Freunde der Sonne, das ist für mich einfacher, weil dann muss ich hier nicht die ganze Zeit rumdipseln, dapseln. Ich habe mir jetzt hier mal einen Lieferschein aufgemacht und da steht jetzt quasi, dass ein Faro Focus S70 geliefert sein darf, ein Stück Focus M Scan Localizer Block Batterie Versand. Versandkosten wurden mir auch geliefert. Mhm. Ein Basic Laser Scanning Starter Paket, Aluminium Kurbelstativ, ein 100er Set aus 100 Zielmarken, Aufkleber ablösbar, ein Scanner Rucksack, dann kann ich mit meinem Scanner Rucksack nämlich auf Abenteuer gehen. Ein Adapter für den Panocam, Faro Panocam. Das ist cool, da kann ich zum Beispiel meine Theta Z1 auf den Scanner drauf machen und damit scannt er um, ich glaube, um nur noch 1 Minute 30 und gleichzeitig macht er die 360 Grad Fotos. Ziemlich fett. Ein Adapter und dann habe ich hier eine AESU 3D Laser Scan Entfiegelungsspray. Gut. So far, so klar. Dann schauen wir uns mal an, was da drin ist. Packen wir doch mal das erste aus. Erste Mal zum Wohl, frohe Weihnachten. Ich spreche, Bier ist halt einfach das Beste, sorry, ich gell. UPS Express. Santa, can you hear me? Es ist schon geil, weißt du ja, das ist ungefähr so ein Gefühl, wie ich damals, als ich mir meinen ersten fetten Laptop gekauft habe, im 5. Semester war ich da, im Praxissemester bei der Deutschen Bahn, und ich habe 1700 Euro für den ausgegeben. Und der ist dann auch quasi ein MIFCOM-Laptop war das. Und ein MIFCOM-Laptop war das und den habe ich dann, als er gekommen ist, erstmal 2 Stunden regungslos liegen lassen, damit er sich mit meiner Wohnung akklimatisiert. Damit nicht ja auch ein kleines Kondensstreiflein oder Tröpfchen auf die Elektronik kommt. Total krass. Und dann erst habe ich ihn ausgepackt, so wie den hier, weil der gute Faro Laser Scanner hier, der ist jetzt nämlich, wow, schon seit, boah, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile 20.13 Uhr, ja, leco mio. Alter Schwede, da ist das Ding doch. Da ist das Ding. Faro Focus S. Also der wiegt gar nicht so wenig. Wenn ich das jetzt mal so schätzen darf, habe ich hier schon mindestens 200 Kilo. Ja, würde ich schon sagen. 200 Kilo bestimmt. So. Und dann schauen wir uns doch. Und jetzt. Ja, wow. Wow. Ich bräuchte so eine GoPro, wisst ihr? Und dann könnte ich da hin und her schneiden. Und überhaupt. Und ach, könnte ich nicht. Habe ich aber keinen Bock drauf. Dafür gibt es Profis, die da ihre Zeit mit sowas verbringen. Wenn ich Videos drehe, muss das schon effektiv sein. Quick Start Guide ist mit drin und ein Kalibrationszertifikat. Toll, toll. Das Ding sagt mir also, dass es am 17. Dezember dieses Jahr nochmal kalibriert wurde und ich auf 25 Meter noch nicht mal 0,06 Millimeter Fehler drauf hatte. Also passt, abgenommen. Ich meine, wisst ihr, ein historisches Gebäude. Wisst ihr, was jetzt witzig wäre? Weil hier gerade Insert SD Memory Card, ne? Ich würde ja lachen, ne? Wenn jetzt ich mir hier für ja, aufgerundet 65.000 Euro mir einen Scanner kaufe und da ist jetzt keine SD-Karte drin. Dann, Freunde der Sonne, lache ich. Weil das wäre typisch.
Das wär typisch, aber das wollen wir jetzt gar nicht mal glauben. So, was ist da alles drin? Das zeige ich euch jetzt nochmal. So, no? Also, guck mal, Cookie. So schaut das Ding von innen aus. Super, oder? Das ist der Scanner, den holen wir raus. Irgendwie so ein Aufladegerätchen. Before first use, da steht irgendwas, müssen wir gucken. Und da und da und da. Jetzt schauen wir uns das mal an. So, ich hoffe, ihr seht noch etwas. No, und jetzt holen wir mal. Ja, der ist nicht. Ja, das hat schon gutes Gewicht, der Scanner. Mhm. So guckt das Ding aus. So guckt das neue Teilchen aus. Da ist mit Dutch, kann man Dutchen, ne? Dutch hier. Und hier glaube ich, habe ich vorhin was gesehen. Kann ich irgendwas machen? Ja, auch nicht. Wie sieht das denn? So. Also. Gucken wir mal. Oh, jetzt werde ich mich da draufsetzen und explodiert das Teil. Also hier unten sehen wir was. Das heißt, ich kann das Ding hier. Ach, guck. Ach nee. Da, so funktioniert das. Ah. Ach nee. 32 GB SSD. Ich werde bekloppt. Das ist ja super. Mei. Was ziemlich geil ist, was ich absolut interessant finde, ist, dass hier sogar ein Adapterstecker ist, damit ich aufladen kann, das Ding. Das Interessante ist, dass ich den quasi in Use nutzen und aufladen könnte. Der Witz ist, dass der sich um 360 Grad dreht. Das bedeutet, ich müsste dann mit Kabel drehen lassen. Das habe ich noch nicht ganz begriffen, wieso. So, das bedeutet, hier kommt einmal einer unserer Dinger da rein, die sich Akku nennen. Mhm. Dann machen wir hier so. So, alles klar. Und dann, wo ist denn da der On-Off? Ah, da ist On-Off. On-Off, soll ich da mal drauf drücken oder? Glück ist da drauf und gut ist. Wisst ihr, was ich überhaupt nicht weiß, ob ich überhaupt so robust so mit dem umgehen darf. So, gut, klasse. Gefällt mir, was ich sehe. Ja, das Teil wiegt echt so, ja, hat schon. So 5 Kilo wird das Teil auf jeden Fall haben. Klein und unscheinbar, so wie ich. Da ist also dann noch mehr drin. Da ist dann auch noch ein Dust-Eid drin. Ein Ultra-Clean, da kann man nämlich Putzi-Putz-Putz machen. Und da sind lauter Lens-Cleaning-Issues und Dishus drin. Total geil. Jetzt können wir auch unsere Linsen cleanen. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Ein Power-Dock. Mhm. Vermutlich ist das Aufladegerät. Heißt also, hier habe ich meinen zweiten Akku, den ich hier gleich mal öffne. Und da steht drin, before first use, 1 bis 6 Stunden lang laden. Alles klar. Ui. Wisst ihr, was ich hasse? Was ich hasse ist, wenn ich quasi so einen Aufkleber abmache und dann so hier diese Scheiße noch dran ist. Das riecht mich auf, ja. Könnt ihr Produkthersteller nicht endlich mal was erfinden, dass dieser blöde Papier nicht drauf bleibt? Oder stelle ich mich einfach zu blöd an? Ne? Wahrscheinlich zweiteres. Und, oh, was ist das? Da kann ich... Ach nee, hä? Da kann ich so machen. Da kann ich so machen. Und dann macht er so. Und dann kann ich so rein. Und jetzt war das ja die Power Docking hier. Da kann ich dann hier drauf wahrscheinlich. Cookie, guck. Und, oh! Was ist, was macht der? Auf einmal brennt es hier. Ich werd bekloppt. Jetzt kann ich jetzt hier also so machen, den hier reinstecken und das Teil hier noch mit dem anderen Teil hier verbinden. So hoch. Guck, 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 guck. Schau, schau. Toll, 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 toll. Das macht so viel Spaß. Junge, meine Herr, macht das Spaß. Und dann kann ich das nicht da reinstecken, sondern das da. Danai, wisst ihr? Danai, wo muss er rein? Danai, genau. Und dann kann ich gleich mal hier den Akku aufladen. Ui, jetzt ist schon wieder abgefahren. Jetzt bin ich ja aus dem Bild raus, aber ihr seht mich noch. Ich meine, ihr hört mich noch.
Ist alles kein Problem. Ich komme wieder rein. Vielleicht habt ihr auch meinen Erschlein gesehen. Ich weiß es nicht. Und dann machen wir mal so. Morgen ist ja Weihnachten, ne? Und morgen könnte ich eigentlich dann... Ach nee, morgen ist mein... Einmal im Jahr zocke ich. Ich bin ja früher Zocker gewesen. Was also bedeutet, ich habe Counter-Strike gezockt bis zum Erbrechen und sämtliche Strategiespiele von oben bis unten, Command & Conquer vor allem. Dann die Siedler, Anno 1800, Schlag mich tot, habe ich jetzt auch aktuell am Rechner. Und das werde ich morgen, sowie aber auch gleichzeitig Anno zocken. Counter-Strike. So, jetzt habe ich es reingesteckt. Jetzt blinkt. Schaut. Jetzt blinkt. Ich gehe mal davon schwer in Annahme, dass er jetzt lädt. Ich meine, es könnte ja auch möglich sein, dass ich die Anleitung lesen könnte. Aber man macht sowas nicht. So, da steht es jetzt auch drin. Gucken wir uns das mal an. Nehmen wir erstmal genüsslich einen Schluck. Alkoholfreies Bier. Also, wir haben drin einen Scanner, Transport und Carry Case. Das da. Ein Powerblock Batterie. Habe ich euch vorhin gezeigt. Dann ein External Power Supply Unit bis Kabel. Das ist das, was ich gerade rausgezogen habe und mit dem ich jetzt das Ding da laut. Ein AC Power Kabel. Das ist das, was ich mit dem verbunden habe, damit ich überhaupt das da aufladen kann. 5. Ein USB-Stick mit Sensor-Software und Scanner-Manual. Jungs, da soll... Da ist er! Ein USB-Stick mit Sensor-Software und Scanner-Manual. Das, was ich da in der Hand habe, noch einmal. Ein Power-Dock Batterie-Charger, das ist das, was ich da schon angesteckt habe. Ein 7er Quick-Start-Guide, das ist den, den ich in der Hand habe. Faro Quick Release optional. Das verstehe ich nicht. SD Card Cover. Das wird da. Aha. SD Card Reader. Bei der 10. Das ist da, wo ich den USB-Stick rausgezogen habe. Das verstehe ich nicht ganz. Ein Mirror Cleaning Liquid haben wir auch schon in der Hand gehabt. Und ein Laserscanner with Inserted SD Memory Card. Also, das kommt standardmäßig. Jetzt hat mir aber der schlaue Fabian damals gesagt, dass die immer andere Dingsies da nehmen. Ne? So, generelle Information. Scene Software habe ich schon runtergeladen, muss ich neu installieren. So, Faro Webinars brauche ich nicht. Online Tutorials brauche ich nicht. Faro 3D App Center kennt man sich auch schauer. Scene Webshare Cloud kennt man sich auch schauer. Setup, jetzt getting started. Keep running, running, keep running, running, keep running, running, keep running, running, down. Da, 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 da. Let's get it started tonight. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. So, Setup the Tripod, den finden wir jetzt. Lasst uns den Tripod mal finden. Ich nehme mal an, das ist nämlich das größte Ding, was wir hier stehen haben. Das könnte entweder das da sein oder... Das da. Boah, ist das schwer. Ach, seht ihr mich überhaupt? Seht ihr mich? Kannst du mich sehen? Jetzt gucken wir halt mal. Nein, ja doch, ich. Guck mal hier. Gucken wir mal da rein. Let's get it started. Keep running, running, keep running, running, keep running, running, keep. Übrigens, dieses WMF-Messer eignet sich hervorragend nicht nur um zu kochen und zu schneiden, sondern auch um tolle 3D-Laserscanner auszupacken. Oh yeah, keep on rolling, baby. Oh yeah, you know what time it is. Da ist das Ding! Oh yeah! Oh yeah! Und da ist noch was drin. Oh yeah! Ein Schnellspanner-Quick-Release. Was auch immer das heißt. Aber Freunde der Sonne, ich glaube, ich habe das richtige
Ding aufgemacht. Schauen wir mal eine Verpackung nach der anderen Verpackung. Das ist ja schon. Ist das nicht die. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Honestly. In my life. Ja, ich war ja früher und heute auch und ich liebe Hip-Hop und Musik. An mir ist ja auch ein begnadeter Sänger verloren gegangen. Hat meine Mama immer zu mir gesagt, Cornelius, du solltest Sänger werden. Und jetzt, boah, kennt ihr das? Das stinkt nach Fisch und so. Das ist schon so, das ist manchmal echt... So, so richtig, ich weiß nicht, nach, ich will nicht sagen nach Leiche, aber so ein bisschen nach Leiche. Nicht, dass ich wüsste, wie eine Leiche riecht, aber ich könnte mir vorstellen, so könnte eine Leiche stinken. Oh, oh, okay, Mach 3, Alter. Mach 3 steht da drauf. Mach 3 und ich habe nur einen. Und den habe ich nicht mal selbst gemacht. Okay, was steht da? Specifications, Section 4, maximale Höhe 1770 mm. Wow! Man könnte ja auch einfach schreiben 1,7 Meter. Folded, 5 Meter, 590 mm, weight 2,05 Kilo. Keep, oh. Ja, KSDR Sports. Ja, KSDRSports.com. Oh yeah, KSDRSports.com. Kleines Klamotten für den Bizeps. Oh yeah. Mm. Ah. Oh yeah, baby. So, und dann kann ich jetzt so machen. Dann kann ich jetzt so machen. Nein, da nicht. Und dann kann. Oh, und dann kann ich wieder so machen. Aha. Oh, und dann kann ich. Das ist nämlich ein Carbon. Ding. Ja. Wow. Wow. Und den kann ich jetzt dann quasi hier auch nochmal auf. Wow. Guck mal, Alter. Dieses Carbon-Teil ist schon der absolute Wahnsinn. MG Carbon Fiber Tripod. That's all English. You know, you American people. Why don't you put a German language on it? Not everybody can read this English language. So you have luck because I can talk very good English and have a very big, you know, I can't tell you. I have, my English is very, very useful for this time, so whatever. Machen wir mal weg. Benro. Benro Let's Go steht da drauf. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, aber anscheinend sind die so geil, dass die Benro Let's Go heißen. Also wenn ihr einen Tripod kaufen wollt, dann geht zu Benro Let's Go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Was ich natürlich ein bisschen doof finde, also ich bin ja eigentlich aus der alten Vermessungsschule, was also bedeutet, jetzt wiegt es übrigens keine 2,5 Kilo mehr, das ist logisch, jetzt ist er ausgefaltet. Am Anfang wog er 2,05 Kilo, jetzt nicht mehr. Heißt also, dass ich es eigentlich gewöhnt bin, mit einem Tachymeter zu arbeiten. Und der Tachymeter hat in der Regel, ich habe da noch die Oldschool-Stative, found something, but I don't know what is it, dass dann eine Libelle drin ist, um jetzt mal wieder ein Tachymeter aufzunehmen, und mit der tachymeterischen Libelle haben wir quasi auch tatsächlich immer, so, ich habe die Libelle gefunden. Da ist sie. Ihr wisst nicht, was eine Libelle ist. Also, komm. Sind wir mal nicht so. Ah, hallo.
Das ist eine Libelle. Libelle. Und jetzt kannst du also gucken, wenn du von oben rauf schaust, wie gerade dein Dreibein steht. Das ist also eine Libelle. Die Libelle, die fliegt groß. Jetzt schaue ich mal. Also quasi, ob ihr auch alles sehen könnt, was ich da zeige. Ja, ich bin ja auch drin. Jawohl. Mhm. Gut. Und ja, jetzt. Das Wichtigste ist ja bei solchen YouTube-Videos, dass man alles filmt. So zum Beispiel auch solche Schrecksekunden. Wie zum Beispiel, wir nehmen einen 3D-Laserscanner, tun ihn hier drauf und merken, dass er nicht drauf passt. Dann, das habe ich von meinem lieben Professor Stockbauer gelernt, wenn irgendetwas nicht funktioniert, geht das Gerät immer zurück. Dann überlegen wir, was die Situation ist. Oh, interessant. Dann überlegen wir, was die Situation ist. Und das ist dieser Knubbel hier drauf. Achso. So ein Gummiknubbel. Aha. Okay. Und dann kann ich das hier festmachen. Ah, cool. Den Gummiknubbel, den schmeiße ich. Aber wenn ich den Gummiknubbel mal suche, dann sagt mir, dass er da drin liegt. Und jetzt kann ich den Scanner wieder rausholen. Nach der stockbauerischen Lehre. Weil da drin ist er sicher. Wir stellen ihn nirgends anders hin, auf oder ab. Ui, das finde ich krass. Also das ist, finde ich, absolut scheiße. Du musst da jetzt also irgendwie wie so ein Blöder das Ding da drauf, das finde ich scheiße. Nee, also sowas Beschwertes. Jetzt muss ich den da drauf schieben. Kann das denn sein? Also nein, ich stelle mich wahrscheinlich eher blöd an, weil ich kenne das, dass man den so drauf macht und dann schiebt man von unten den Knubbel in sein Löchlein rein und schraubt zu, damit man gar nicht erst in diese, Entschuldigung, bescheuerte Verlegenheit kommt, so ein Gerät auf einen Knubbel draufzulegen, ja, wo du dann auch dich noch verkanten kannst. Im blödsten Fall hast du jemanden an so einem Gerät stellen, dem das Ding dann auch noch runterfällt, was auch noch ich sein könnte. Das ist doch verbesserungsfähig. Mhm. So, und dann kann man das so machen. Und so sieht das Teil jetzt aus. Guck mal einer hin. Schaut doch ganz toll aus. Das hier legen wir zurück und jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck. Nehmen wir erstmal ein Schlückchen. Mhm. Okay. Jetzt schauen wir mal. Die haben ja noch irgendwas dazugelegt. Vielleicht habe ich umsonst hier gemosert. Und wahrscheinlich sind die voll schlau, weil ich nicht der Erste bin, der dem das hier auffällt. Und das sind so Batterien. Ja, das sind Utensiliums. Ich habe keine Ahnung was. Das ist nochmal eine eigene. Das kenne ich vom Tachymeter. Das bedeutet, da kannst du ihn auch nochmal ausrichten. So. Nochmal extra drauf. Das wäre auch im Prinzip genau das da. Das heißt, dass ich. Das ist schon interessant, oder? Also seid ihr genauso aufgeregt wie ich? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber da ist jetzt dieses Ding da drin. Ja, aber das wäre ja Blödsinn. Also Entschuldigung. Aber entschuldigen Sie mal. Ist das euer Ernst? Naja, wisst ihr, das Gute ist, dass in dem Kaufpreis auch eine Einschulung mit dabei ist. Das bedeutet, die würden mir zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Jetzt ist es aber so, jetzt bin ich Ingenieur. Ich kann ja nicht bis Januar warten und mich dann erst einweisen lassen. Wobei, wahrscheinlich bin ich dann so weit, dass ich eingewiesen werden kann. Versteht ihr den Wortwitz?
Also da ist auch irgendwas Interessantes mit dabei. Das bedeutet, verstehen tue ich es noch nicht, aber man muss ja auch nicht alles im Leben verstehen, zunächst, zumindest nur am Anfang. Und deswegen Augen auf. Geht es jetzt irgendwie weiter? Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie das verpackelt war. So vielleicht. Und nee, ich habe zuerst das eine raus und dann das andere. Das heißt, eigentlich warst du zuerst drin. Und dann warst du vermutlich irgendwie so da auf der Seite. Und vielleicht warst du noch irgendwie so. Mhm. Und dann kann ich dich auch wieder zumachen, nicht? Ja, ja, gut. Okay. Okay. Also das ist natürlich auch richtig toll. Also das, was ich toll finde, ist tatsächlich dieses Päckchen hier mit Zeug noch drin. Ach, die haben an alles gedacht. Also das finde ich schon wieder cool. Da kannst du sogar, ach, ich kann sogar meine Beinchen verändern. Da sind sogar, bäh, das stinkt. Bäh, das ist so widerlich. Bäh, bäh. Also das ist, aber das Zeug, was wenigstens drin ist, ist cool. Da kann ich meine Beinchen verändern von meinem Gerät, von der Gerät. Und dann ist da noch so ein Päckchen drin. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich angucken könnt. Und was ist das denn? Junge, was ist das? Ich habe keine Ahnung, aber da habe ich nochmal so ein Gerät, der Gerät. Da kann ich auch noch irgendwas mitmachen. Wisst ihr, da wäre eine Bedienungsanleitung nicht schlecht oder so ein Introducing-Video für die Bernd2Go neu gekauft und im Arsch, oder? Schau, neu gekauft und im Arsch, ohne Scheiß, da geht die Naht auf, so wie der stinkt, ist das auch kein Wunder. Meine Fresse, so ein Dreck, also wirklich, mhm. Und was soll ich dazu sagen? Das schneide ich auch nicht raus. Das ist gerade mein Ernst. Leute, das kann doch nicht sein. Gibt es doch nicht irgendwie einen Qualitätscheck? Nee. Ich meine, ich gebe es deswegen auch nicht zurück, aber besser. Also, ich meine, es kann ja natürlich passieren. Es ist aber ärgerlich, dass es halt jetzt hier beim Video passiert und dass ihr jetzt quasi meine Reaktion gesehen habt. Aber das ist meine Reaktion. Auch ich bin nur ein Mensch. Ich tue jetzt das Ding da von dem Ding da wieder rein und gut ist, ach nee, ich hätte also auch das Teil als Spannteilchen, um ich hätte gar nicht zwingend einen Rucksack gebraucht. Doch, weil ich ja den Rucksack für meinen Scanner habe. Also das Teil, das ist cool. Jetzt bin ich wieder wohlgestimmt. Jetzt ist es okay, weil hier etwas drin ist, was ich ziemlich cool finde, was mir die Hände frei macht. Und wenn ich also auf meinen Abenteuern mit euch bin, kann ich also jetzt das Teil um meinen Rücken schnallen und was ist das, Junge? Und dann kann ich das hier so machen und dann kann ich quasi so, dann kann ich das nehmen und dann kann ich so machen und dann habe ich die Stativ so auf den Rücken, weißt du, Junge? Und dann kann ich so gehen und dann so, hey, und dann bin ich immer fortportabel, Alter. Ja, ja. Du kannst aber sagen, was du willst, da steht sowas von Chaps, ja. Das gefällt mir schon besser. Okay. So. Jetzt probieren wir mal was aus. Also ich habe jetzt dieses Dashler so um meinen Rücken, so wie Samurai ihre Schwerter. Und jetzt bist du also mitten am Feld, ne? Und möchtest jetzt quasi von deinem Standpunkt zum nächsten Standpunkt für die Preisen. Jetzt möchten Sie also von den einem Standpunkt zum nächsten Standpunkt. Dann nehmen Sie das Gerät und gehen so weiter. Mein lieber Herr Stockbauer würde mich jetzt eben auffressen. Er würde sagen, Herr Tanay, das habe ich Ihnen so nicht beigebracht. Dann sage ich, stimmt. Da haben Sie recht. So, oh, und jetzt habe ich quasi... kann ich noch mal ein paar Meter holen. Also ich bin ca. 1,76 Meter groß. Heißt, dieses Gerät ist jetzt
Ja, so gute 2 Meter ist das. Das und dann kennen. Das Interessante ist, aber mir ist gerade aufgefallen, wenn ich das jetzt runter mache, dann muss ich aufpassen, weil das sonst. Boom. Wobei da ist ein kleiner Gummihalter, das bedeutet, da haben sie schon mitgedacht, die Jungs von Ben Pro oder wie auch immer. Ben Pro, Benro. Also das ist gut, das heißt der Makel an dieser Falz da vorne, der ist jetzt vergessen. Weil ich meine, es ist so eh ein Baustellending und wer wirklich glaubt, das Ding bleibt sauber, der glaubt auch an den Weihnachtsmann, ne? Okay, tun wir das mal so ein bisschen jetzt mal hier so rüber, ne? Weil wir werkeln ja jetzt hier rum, jetzt gucken wir mal, was wir noch so drin haben. Was ist das denn? Machen den hier mal auf. Der Kugellager ist da. So, was macht so Kugellager? Seid ihr bereit? Yeah. Da-dum-dum-dum. Das sind die Kugeln. Und das ist wenigstens clever eingepackt. Warum macht es eigentlich der Tanei, was er hier gerade macht? Au, wir haben sogar Spikes, kleine. Der Tanei. Okay. Der Tanei überprüft natürlich auch die Waage, die er bekommt. Gleichzeitig. Diese Kugeln, meine Freunde der Sonne, sind sogenannte nicht Kollisionskugeln, sondern ich nenne sie jetzt einfach mal einfach halber Stationärskügelchen. Positionierungskugeln. Heißt also, dass dieses Gerät ja 360 Grad scannt. So. Und wenn du das Gerät umbaust, dann hat das Gerät 2 Möglichkeiten später die Standpunkte miteinander zu verbinden. Entweder erkennt es aufgrund der Gleichheit der Punkte, die es aufgenommen hat, den Zusammenhang, oder gleichzeitig auch mit diesen Kügelchen, weil die bei jedem Scan sozusagen mindestens 3 Stück drin sind. Und das heißt also, wenn jetzt hier in dem Raum 3 positioniert sind und dann hier quasi drüben auch noch 3 und ich hier scanne und von meinem Standpunkt erkennt er 3 und vom nächsten Standpunkt erkennt er hier 3 und da 3, dann weiß er also, wo er steht. Das heißt, in der sogenannten Registrierung ist das eine Vereinfachung für die Software. Ist aber keine zwingende Voraussetzung, weil ich zum Beispiel keinen Bock habe, wenn ich auf Burgenabenteuer bin, jetzt hier mit 2 von diesen Koffern da noch rumzurennen, ja, und wie so ein Bekloppter eine Burgruine erstürme, quasi wie so ein Ritter, wie so ein Ritter, das ist nicht der Sinn. Heißt also, ich kann das bei richtigen Ingenieursvermessungen, wo ich auch dafür bezahlt werde, eine hohe Leistung zu bringen, nehme ich die selbstverständlich, um meine Genauigkeit zu verbessern. Wenn ich aber 3D-Scans von meinen Burgruinen mache, die ich kostenfrei der Welt dann zur Verfügung stelle, tue ich einen geringeren Aufwand betreiben. Gleichzeitig nicht aber den Aufwand, sondern geringeren Vermessungsgrad. Da muss das Cloud-to-Cloud basierende Vermessungssystem ausreichen.
In Bayern wird nämlich Müll getrennt, müsst ihr wissen. Nicht so wie bei den Preußen da draußen. So, und jetzt, uiuiui, das ist das gute Teil. Cool, oder? Ja, oh, Scheibenkleister. Was ist das denn? Das sind Markierungen wieder. Das bedeutet, hier kann ich Aufkleber setzen und das heißt also, das sind Aufkleber für, keine Ahnung. Das ist auch irgendwas. Also das sind Markierungs- und Ziele. Ha! Und da ist das Aufsatz für meine Rico Z1. Und der kommt da oben drauf. Da ist auch so eine Bedienungsanleitung. Hui. Jetzt schon ganz schön hoch, ne? Und der kommt dann hier irgendwo. So. Und dann kann ich da meine Ricotetta Z-Ding drauf machen. Jawohl, okay. Oh, da ist noch irgendwas drin. Noch mehr Spielzeug. Ja, ja. Das ist das verrückte Leben des Cornis. So. Und jetzt schauen wir uns immer endlich diesen wunderschönen Rucksack an. Der schaut doch jetzt mal. So, den macht mir jetzt also hier auf. Aha. Cool. Cool. Und dann ist da dieser Einsatz drin. Mega cool. Und dann kann man jetzt da das Teil da reinmachen. Jetzt tun wir den mal ablösen. Ja, das ist genau. Jetzt muss ich sau vorsichtig drauf achten, das Ding runterzumachen, ohne dass es runterputzelt, weil ich nicht weiß, wann das Ende dran kommt. Ja, natürlich könnte man sagen, ist der blöd, dieser Tana? Ja, ist er. Aber benutzerfreundlich ist das nicht. Vor allem nicht schnell. Ja, jetzt guck, wie das jetzt rotiert. Jetzt muss ich irgendwie wie ein Akrobat. Also ich finde das scheiße. Ich finde, Entschuldigung, das finde ich scheiße. Entschuldigung für diesen Ausdruck. So, jetzt kann ich das hier rein. Geil. Und jetzt ist da mein Scanner drin. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. So schaut der dann aus da drin. Cool, oder? Dann ist er da quasi drin und dann kann ich jetzt sozusagen losrennen und mein Zeug machen. Auf Expedition gehen und das Ganze. Ja. So, da bin ich gleich wieder. Ich weiß schon, ihr vermisst mich. So, und dann könnte ich im Prinzip das ganze andere Zeug da auch reinmachen. Dann, aha, machen wir noch einmal hier sauber zu. Das heißt, jetzt ist er gefixt. Und dann tun wir den hier zumachen. Das letzte Mal habe ich einen Rucksack zugemacht, da war ich in der Schule, glaube ich. Da habe ich hier noch, das schaut mir auch alles so nach, wie heißt dieses Zeug gegen Regen aus. Also davon ist Annahme zu treffen, das ist anzunehmen auf gut Deutsch. Da kann ich, oh guck mal, da ist ein Kärtchen. Getting there is half the battle. Getting there is a battle. Ten Bags. Habe ich auch noch nie gehört. Vielleicht ist das sowas für Fotografen oder sowas, ich habe keine Ahnung. Tenbar.com. Okay.
Shootout 32 Liter. Mhm. Und dann waren da bestimmt irgendwelche pfiffigen Typen und Frauen, die sich dachten, boah, komm, nehmen wir mal so ein Temba und tun da einfach mal so einen Aufsatz für den Ding da rein. Und dann kann man den ja so jetzt nehmen. Das ist also nicht so wie früher Eastback und so, ne? Sondern nein, 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 Airflow auch noch. Ich werd bekloppt, Junge, Junge, Junge. Und dann kannst du das Ding jetzt so nehmen. Im besten Fall ist es auch zu. Und dann gehst es so. Und da wird sich die Jessica freuen. Wenn wir dann nämlich das nächste Mal wandern gehen. So, dann kann ich das hier so. Und dann habe ich quasi immer den 3D-Laserscanner. Und wenn ich dann in den Alpen oder sonst wo unterwegs bin. Das ist schon cool. Das ist cool. Jetzt, wenn ich es noch irgendwie schaffe, dieses Stativ da rein zu krapseln, ja, quasi ohne dieses Päckchen da, was die mir mitgegeben haben, dann ist das eine ziemlich mega geile Nummer. Dann habe ich Hände frei. Übrigens auch richtig bequem. Also ich muss echt sagen, spürt man gar nicht. Jetzt könnte ich hier noch quasi zumachen. Was richtig cool wäre, wenn hier noch so eine Trinkflasche wäre. Und dann wäre man quasi, und dann noch mein Schwert hier, weil ich ja immer als Ritter so diese Machete. Und wenn ich dann Timbuktu und Aztekenland erkunde, habe ich immer mein Pharao dabei. Und dann, oh, eine Ruine, lasst sie uns vermessen. Und dann rege ich mich jedes Mal über diesen Knuffel hier auf. Wobei, ich könnte mal was anderes ausprobieren. Wenn ich das jetzt hier so öffne, ja, ist das da? Nee. Ne, es ist nicht drehbar. Also das ist, also ich finde das schrecklich. Ich finde das schrecklich. Wirklich? Also da kann ich absenken, okay. Also ich finde das schrecklich. Wirklich? Entschuldigung? Ich weiß auch nicht, wie ich es besser machen könnte gerade, aber... Das finde ich jetzt weniger gut, weil ich die anderen Dreibeinstative von meinem Tachymeter anders gewohnt bin. Das bedeutet, dann stecke ich den hier oben drauf, halte den mit einer Hand und komme von unten und drehe von unten zu. Nicht so wie ein Bekloppter, so, und dann muss ich so machen, dann muss ich irgendwie nachgreifen und dann muss ich wieder nachgreifen. Das ist für Entschuldigung, das ist für Dumme, Alter. Das ist... Eine so blöde Technik, finde ich, also natürlich werde ich mich dran gewöhnen. Na klar, es ist ja nicht so, dass ich mich nicht dran gewöhne, aber ich rieche mich halt jetzt ein bisschen auf. Und das tue ich jetzt, weil das was Neues ist und das ich nicht verstehe. Ja? Ich bin halt tatsächlich auch nur ein Mensch, aber ich habe einen Rucksack und da ist mein 3D-Laserscanner drin. Und dann laufe ich also so und dann bin ich dann quasi wirklich... bei meinen Ruinen mit dem Rucksack, dann mache ich den so runter, dann kann ich es so machen, dann schaue ich noch einmal, schaue links, schaue rechts, ob Menschen da sind und dann packe ich den aus und zazip, zap, zap, kann ich dann den auspacken. So, und jetzt gucke ich gerade, ob ich irgendwie noch eben dieses Stativ, welches ich übrigens unglaublich toll finde, ja, also es ist ja mal nicht schlecht, wenigstens hat man mal eins, ne? Und es wiegt auch nur 2,05 Kilo, das ist ja auch nicht ohne, weil die, wo ich habe, die wiegen dann wahrscheinlich das Doppelte, ne? Und von dem her, so, okay, dann ist das so, und dann kann man das so klein machen. Okay, und das hier auch. Dann kann man den hier auch so, zack, rein. So, zack, rein. Und dann hat man den so. So, und jetzt wäre es halt ziemlich geil. Wie heißt ihr? Treneba? Temba. Temba, wenn ihr das schauen solltet, dann ruft mal Benro an. Ja, Benro, Stative und Temba. Rucksack und dann erfindet mal bitte jetzt hier einen Mechanismus, dass man das an der Seite befestigen kann, weil dann werdet ihr cool. So
habe ich jetzt irgendwie, muss ich meinen Ingenieursverstand also wieder irgendwie anfeuern und quasi mir überlegen, wie könnte ich jetzt also dieses Stativ an der Seite transportieren oder hier oben, ne, quasi, dass das alles funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und es wird irgendwie mit diesem Ding hier funktionieren, dass ich das mit dem hier so dran mache und wahrscheinlich so. Und dann kann ich das hier vorne dran wutzeln. Ja, vermutlich. Also das heißt, wir machen den da rein. So. Dann machen wir den hier oben zu. Mhm. Und wenn wir das gemacht haben, dann biegt das Teil seine paar Kilos und dann befestige ich die hier so durch den Knubbel hier durchgezogen. Aha. Und mache das so und so, und dann hat der Ingenieur schon wieder, genau, so, und dann kann nichts mehr passieren, weil dann kann ich das Teil so packen. Ja. Ja. Ja, und dann laufe ich. Naja, es ist schon mal ein Anfang, ne? Es ist zwar vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt der beste Freund mit diesem Stativ werde, aber ich bin dankbar, dass ich es habe. Ne? Und dann kann man so laufen und das ist ja jetzt das erste Mal. Solange mir das Teil nicht in die Fresse schlägt oder das Genick abbricht, ist ja alles in Ordnung. So, das bedeutet also, jetzt habe ich alle Hände frei und kann also zu meiner Burgruine laufen. Und kann also anfangen, meine Burgruine zu vermessen. Hände frei. Wie geil ist das denn? Das ist alles, was ich brauche. Das ist alles, was ich brauche und alles, was ich habe. Komm, lasst uns historische Gebäude vermessen. Daran laben wir uns. Dum, dum, dum. So, und dann bin ich da an der historischen Gebäude angekommen. Tu das runter. Vorsichtig. Nicht, dass ich das historische Gebäude zerstöre oder mein Bier runterschmeiße. Und dann öffne ich das Ganze, hol hier den Knuffel wieder raus, pack mir den hier irgendwie. Ja. Und bin wieder da. So, und dann kann ich das hier so, dann kann ich den hier ablegen. Cool. Dann öffne ich den ganzen Spaß hier. Und dann öffne ich Artemis. Wir taufen unseren Scanner hier nach dem Jäger der Jagd, nämlich Artemis. Artemis. Und Artemis bleibt jetzt noch hier in sein Säckchen drin, weil ich zuerst mal wieder sein tatsächliches Etui auspacke. Was war denn das? Da ist jetzt irgendwas rausgeflogen. Keine Ahnung was. Tun wir es einfach mal wieder da rein. Und jetzt holen wir mal Artemis wieder aus seiner Tasche raus. Schauen wir mal, wie einfach das sein wird. Ah, ja, also. Man muss sich schon anstrengen. Und das gute Teil. So, so. So, angeblich, wir hatten ja noch unser anderes Teilchen, den stellen wir jetzt mal da rein, probieren wir das Teil hier noch aus. Angeblich kann ich den da, jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. 1. Zwei. Also die sagen, auf der Seite, wo Faro steht, da kommt er hin. Heißt es einfach so oder ja, und wie wird es befestigt? So oder was? Ja, aber ich muss doch da. Also, ich vermute ja Folgendes. Also, damit ihr mal seht, was hier los ist. Da ist das Ding hier. Diese Teilchen,
Das sind die Stifte für den Aufsatz für die Ricotetta Zell 1. So. Und auf der Seite hier sind zwei dieser Teilchen. So, und hier kannst du jetzt also, und das glaube ich, irgendwie das Ding rausfummeln, um den hier drauf zu machen. Damit das Teil so drauf ist. Und irgendwie soll dann wohl das Teil... auch irgendwie dann da drüber gehen. Und da fummel ich jetzt gerade rum. Schauen wir uns einfach mal. Gut. Spielt jetzt keine Rolle. Dann lasse ich mich aufklären, bevor ich irgendwas kaputt mache. Da komme ich jetzt nicht drauf und habe jetzt auch keinen Nerv dazu, da irgendwie rumzumachen oder sonstiges. Okay, so, dann packen wir den jetzt hier wieder ein. Angeblich blinkt der nicht mehr. Gut, man braucht ihn, wenn er sich dreht. Ja, und dann mache ich jetzt den jetzt hier mal zu. So. Ah ja. Okay. Dann stell den mal da hin. So. Und dann ist da noch irgendwas drin. Was ist denn da drin? Jung, das ist ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da jetzt noch drin sein könnte. Was habe ich denn noch bestellt? Ha! Echt? Habe ich das auch noch bekommen? Habe ich das gekauft? Oh! Jetzt kommt mir eine Sache näher. Das ist geil. Das ist mal ein Scheinstativ. So kennen wir sie. Ihr werdet lachen. Ihr glaubt nicht, schon. Okay, das ist ein High-End-Stativ. Habe ich das geschenkt bekommen oder habe ich das gekauft? Ich weiß es nicht. Ich kämpfe gerade. Schwede. Ja, von denen habe ich also, was ich vorhin gesagt habe, war gelogen. Diese Stative, von denen ich gesprochen habe, wiegen mehr als das Fünffache, mindestens. Aber genau die kenne ich und die sind echt geil, weil die halt aber auch insgesamt krass. Jetzt frage ich mich nur, warum ich den habe. Aber ne? Müssen wir mal herausfinden. Okay. Das bedeutet also, das hätten wir auch. Puh. Dann schauen wir uns jetzt mal das Ergebnis an. Das Finale. Ah. Jetzt stoßen wir erstmal an. Ne? So, zum Wohl. War schon atembar. Unboxing. Yeah. Freunde, das ist das Produkt ohne hier. Das ist mein Stierkoffer. Dieses und das da und dem da. Das gehört alles zusammen plus das hier. So. Geil, oder? Ja,
Freunde der verrückten Sonne, das war jetzt also mal dieses sogenannte Unboxing. Und es war mir eine außerordentliche Freude, euch da mitgenommen zu haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe einfach meine Zeit auf jeden Fall rumgebracht und konnte euch die ein oder anderen Geschichten erzählen. Wir sehen uns auf jeden Fall mit dem Gerät jetzt einmal in nächster Zeit auf einer meiner Baustellen. Und dann schauen wir mal uns an, wie das funktioniert. Und dann gucken wir mal weiter, was wir alles so Verrücktes daraus machen können. Jetzt muss ich noch die Software installieren, mal ein paar Probescans machen und überhaupt mal ausprobieren, wie das Ganze so funktioniert. Und dann wünsche ich euch jetzt einfach mal einen schönen Tag, Abend und lasst es krachen. Und bis bald, euer Conny, der verrückte Bauingenieur von Kulturschätze deiner Region. Peace!